Hi Leute, willkommen zurück hier mit Grants im Pokémon Shifting Worlds Projekt. Yay. Voll euphorisch ist Steffi. Ja, wir haben ein bisschen was zwischen den Folgen gemacht. Also man genau. Hat gesehen, dass mein PC abgeschmiert ist, aber ja, wir haben eigentlich auch so Sachen gemacht, weil wir haben jetzt das Pokémon gewechselt. Wir haben unsere Starter abgelegt. Ja, denn einfach ist halt einfach zu stark. Genau, also Steffis war Level 13 schon, oder was? Genau. Meine Patty war schon Level 13, deswegen haben wir uns jetzt für das Fred und Ginger Duo genau, entschieden. Shiggy und Pantimimi, da wollen wir mal gucken. Ich hoffe halt, dass nicht so viele Stein-Pokémon da jetzt drin sind, obwohl ich habe ja noch Psycho notfalls. Ich hoffe, dass das Stein-Pokémon bei mir drin sind, Wasser. Steffi hat noch ein Item eingesammelt, da war ein AP Plus drin, das da genau. Oben links. Und ich habe mir noch 10 Bälle gekauft. Genau, ich habe mir noch ein paar Bälle und ein paar Tränke gekauft. Wir wollten eigentlich nicht so viel offscreen machen, aber einfach nur, weil wir so einen Rückstand haben. Ist das ein Kämpfer hier, der Typ direkt? Reingegangen. Oh, na guck mal. Du hast ein Poketch. Der sieht aus wie ein Wanderer. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist ja nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. Der Trümmerer? Achso, brauchen wir die jetzt hier schon? Ich sehe halt schon Zertrümmerer-Steinchen. Zertrümmerer, ein paar Minuten. Ja. Ah ne, wir brauchen die Dingens. Okay. Den Arena-Orden. Okay, dann gehe ich mal weiter. Ah, hier ist aber der erste Trainer. Oben oder? Einfach geradeaus. Okay. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus. Okay, geht hier direkt weiter. Guten Typen. Nee, ich habe hier direkt einen ersten Trainerkampf. Ja, bitte irgendwelche guten Typen. Achso. Oh nein, Stolunur. Gestein, aber Stahl. Kann man hier auch noch, ne? Shinox. Elektro. Ja, da ist Wasser nicht so gut gegen. Nee. Irgendwie nicht so. Okay. Klopfer! Du bist dran. Ich mach mal einen Sondersensor lieber. Welches Level hat der überhaupt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Bei mir 7. Oh ja, stimmt. Donnerzahn. Oh, okay. Okay, Psycho ist nicht sehr effektiv. Kampf gegen Elektro? Neutral. Neutral, oder? Ja. Oh, hat schon eine Menge gemacht. Ja, okay, 30, ich muss leider 50. Tauschen auf Bambi. Wenn das so weitergeht, müssen wir nochmal wechseln. Toll. Ist halt auch schwer, ein Pärchen zu finden, damit beide glücklich sind. Na, viel Auswahl haben wir dann ja eh nicht mehr. Ja. Hey, Klopfe Level 9. Meinst du, weil Bambi sonst so hoch ist? Mhm. Okay. Ist jetzt schon Level 12. Also bis 13 würde ich machen. Nee, ist auch genau am Anfang, also das ist nicht ganz so schlimm. Ich habe mich umgedreht und hatte ein Pokémon. Wie war das, man darf... Also... Wie war das mit den Typen? Wir dürfen halt nur beide nicht das gleiche haben. Ja, genau. In dem Paar. Sonst ist egal. Ja. Dann warte ich jetzt ab, bis du einen Encounter hast. Okay. Ich muss den Kampf hier leider noch fertig machen. Aber der hatte nur das eine, ne, oder? Ja, ja, dann habe ich es jetzt geschafft. Eins. So, okay. Guck mal, wie viel Schaden mein Fred jetzt macht. Wow, also krass. Da macht ja Klopfer noch viel Schaden gegen Fred. Ja gut, aber die sind halt auch niedriges Level, ne? Okay, ich habe auch mal einen Encounter. Typ Feuer. Meins ist Typ Normal. Okay. Willst aber nicht haben. Ja, das Pokémon hier ist gar nicht so schlecht eigentlich. Level 6, jetzt ist natürlich wieder die Frage, ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden ich mache, wenn ich angreife. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel meine Attacke jetzt an Schaden macht. Oh, ich meine, ich bin Level 5, ich werde es nicht one-hitten, das ist ja nicht doppelter Schaden oder so. Und wenn doch, habe ich es verkackt. Nee, wenn ich es okay. Jetzt nicht vergifte, sollte es funktionieren. Feuerschlag, aua, das tut weh, glaube ich. Wenn ich es vergifte, habe ich ein bisschen... Pech gehabt. Obwohl, vergift mir gar nicht so schlimm. Ich frage mich, wie mein Pokémon Feuerschlag macht. Ich habe einfach noch 4 KP, aber ich versuche es jetzt mal zu fangen. Ja, ich werde jetzt meinst auch einen Ball werfen. Meinst du, es ist weiblich? Und deins? Männlich. Okay. Ich werfe mal den Premierball, der sieht immer so schön ich hab's aus. Gefangen. Okay, nice.
überlege schon mal machen. Eins, zwei, drei. Ja, ich hab's auch gefangen. Okay, cool. Soll ich manchmal vorlesen? Ja. Ein nachtaktives Pokémon. Sieht es etwas Schimmerndes, fangen seine Augen an zu glänzen. Ist es diese Eule? Nein. Typ normal. Ja, die ist ja Normalflug. Achso. Nur Typ normal. Nachtaktiv, was gibt's denn da? Na, ich glaube, ich komme nicht drauf dann. Also wenn ich jetzt sage, was für ein Pokémon ist es, hast du es bestimmt. Das Katzen-Pokémon. Ach so, Mauzi? Ja. Oh, süß. Ein weibliches Mauzi. Ich hab, seine Beine werden kräftig, da es hinter seinen Eltern herrennt. Es rennt den ganzen Tag umher. Galoppa oder so? Ponita, ja. Ja, meine ich ja. Okay. Warum nicht? Spitzname, ja. So, warte, meins war männlich, deins war weiblich. Das heißt, wir brauchen wieder einen Dingensnamen. Mit dem Pferd und der Katze. Das ist super. Können sonst auch einfach halt irgendwelche Namen nehmen, das ist wir auch nicht auch schlimm. Wir können auch Susi und Strolch nehmen, das sind zwar Hunde, aber... Okay, dann nenne ich meinen Strolch. Wäre jetzt so eine Idee. Im Prinzip, man findet eh nicht immer was Passendes. Ja, es ist halt auch ein bisschen zu viel verlangt, vor allem bei der Zeit, ja, immer was Passendes zu finden. Bevor wir jetzt hier noch wieder 5 Minuten auf den Namen umherdingensen, ja. Strolch. Okay. Gut, dann legen wir den erstmal ab, würde ich sagen. Oder ich guck mal eben, was der so kann. Ja, ich werde auch erstmal zurücklaufen. Meine Pokémon sind sowieso alle ein bisschen schwach. Achtet auf Geräusche, mag süßes Essen. Erhöht Initiative, wenn ein Item verwendet oder verloren wird. Oh, das ist voll... Also Verteidigung und Spezialverteidigung hat es mega hoch. Die anderen Sachen gehen. Naja, ist also aber nicht so geil. Also es hat Verteidigung quasi, meinst ja. du? So ein Tank. Muss ein Tank nicht aber auch viel Angriff haben? Nee, ein Tank hat eigentlich nur Verteidigung meistens viel. Okay. So, dann nochmal heilen und ich hoffe, dass wir dann in einem Rutsch durchkommen. Die anderen haben, wie gesagt, Fight noch in die Arena geholt. Das heißt, wir müssen noch in die komplett andere Mine, ey. Das hat echt viel, was sie in einer Folge schaffen. Keine Ahnung, vielleicht dachten die auch, ein Part geht eine halbe Stunde oder so. Kann auch sein. Nee, aber wie gesagt, wenn die halt wirklich nur... Obwohl, hier haben sie jetzt ja gefangen. Schaut mal bei denen vorbei, Leute, was die so gefangen haben. So, ich guck mir auch nochmal mein Pokémon an hier. Meine kleine Susi. Mag saures Essen. Die meisten meiner Pokémon mögen saures Essen. Puderabwehr. Dann musst du nur einmal kochen, ist auch gut. Warte mal. Blockiert Zusatzeffekte gegnerischer Attacken? Ist das sowas wie diese rundenbasierten Sachen oder was jetzt? Ein Zusatzeffekt könnte zum Beispiel sein, wenn das dann auch noch den Angriff erhöht oder sowas. Ah, okay. Also, aber Paralyse nicht und sowas. Nee, ich glaube nicht. Also glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also eher sowas, was Sachen erhöht und niedriger macht. Aber kann auch sein, wenn das jetzt eine Chance hat zu paralysieren. Zum Beispiel, wenn da jetzt so ein Donnerschock oder so, dann ist der Zusatzeffekt ja eigentlich, also eigentlich macht das Ding ja Schaden. Der Zusatzeffekt wäre ja, er paralysiert dich noch. Also Angriff und Spezialangriff sind gleich und Verteidigung, Verteidigungshöhe, Spezialverteidigung und es hat die Urteilskraft, eine Spezialattacke mit 70 Schaden. Ach, da vorne ist schon der Ausgang, wir müssen nur 2 Trainer besiegen. Okay. Oh, ich hätte hier auch noch Teddy Ursa. Okay. Ja, ich finde eigentlich Susi gar kein schlechtes Pokémon, aber das darf ich ja nicht entscheiden. Ja, zumal wenn du deinen Starter mit reinnimmst, kannst du es ja eh nicht nehmen. Ist ja Typ normal. Ja. Aber so alternativ gesehen, finde ich, also hat schon mal eine ganz gute Attacke, wie ich finde. Die Werte sind und dein Starter schön. Entwickelt sich ja sogar noch 2-mal. Ja. Irgendwann. Ich habe auch gar nicht, ich habe ja auch letztens erst beim Feuerrot-Ding jetzt gesehen, dass Mauzi ja noch eine 2. Entwicklungsstufe hat und genau. Dass sie echt cool aussieht. Snobillycut. Die ist echt süß, die 2. Entwicklungsstufe. So, Ginger ist Level 6 geworden. Und noch ein Shiggy. Ich finde Shiggy eigentlich gar nicht so eine schlechte Wahl, obwohl die anderen halt auch so eins in der Art haben. Um zu feiern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Okay, wenn sie nochmal fertig gemacht werden will am Ende der Höhle, alles klar.
Ja, die wollen ja unbedingt fertig gemacht werden. Das Picknickerin ist ja nicht so, Heidi. Es ist ja nicht so, als könnten sie nicht fertig gemacht werden. Das ist das Problem. Wir müssen sie ja fertig machen. Oh, ein Stinktier. Der hat einen Raupi. Skankapoo. Skankapoo. Ja. Ist da Wasser gut gegen? Wahrscheinlich nicht. Ist neutral. Der ist ja Gift, also Boden wäre effektiv. Ich fliehe mal lieber, noch mal lieber den Trainer. Glaube ich besser. Level 4, ey. Oh, bitte nicht so oft treffen. Zweimal, okay. Dann kann ich mit Donnerzahn jetzt regeln. Gucken, was er bei mir für Pokémon hat. Wie Raupi einfach so eine Attacke kann. Mobi. Was hat der? Mobi. Achso, okay. Stein ist es, glaube ich. Stein? Ich glaube ja. Dann probiere ich mal die von Tränen aus. Da müsste Wasser auf jeden Fall effektiv sein. Ja, aber das ist ja wieder so eine richtig gute Attacke. Ach, Tanzer. Boah, krass. Ich muss tauschen. Das war bestimmt ein Siebtel Schaden. Mal gucken, wie weit ich komme mit Chili. Ich bin echt gespannt, was für ein Typ die Arena auch haben wird. Mhm. Dann müssen wir vielleicht nochmal komplett unser Team ändern. Was? Was ist los? Der hat gerade viel weniger abgezogen als bei der ersten Runde. Wer, deiner, oder? Ja, weil das abhängig von dem KP ist. Ach so. Wow. Und er hat beim ersten Mal, weiß ich nicht, 5 KP abgezogen, jetzt irgendwie 1 oder so. Ja, je mehr du hast, umso mehr zieht er ab, glaube ich, ne? Ja. Aber okay, Panty Mimi hat wieder ein Level up. Heidi wurde besiegt. Ich denke, man kann wohl auch einer Niederlage gedenken. Okay. So, Vakuumwelle sollte es ja wohl down machen jetzt. Schnell raus hier. Oh, das hat nicht gereicht. Wie der Antikkraft hat. Ach, jetzt zeigt der Typ mir, wo die Arena ist. Wenn du in die Stadt kommst, dann zeigt er dir erstmal so, oh hier, das ist übrigens die Arena. Und davor steht natürlich wieder Boss da. Lucius oder was? Oder nee, irgend so ein Fremder. Ah. Und Boss da steht vor der Arena, aber wir müssen eh in die Dingens, in die Mine nach unten. Gate erreicht Level 5. Ich heile mich mal eben schnell. Und ein Lilip. Lilipet. Pet oder so? Lilip heißt das. Lilip einfach nur, okay. Welches ist das nochmal? Das ist so... Das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von Mime. Es ist violett-orange. So, Erzeling, was kann man hier denn Schönes machen? So, jetzt habe ich den aber auch besiegt. Sehr gut. Dann kommt nur noch eine Trainerin gleich. Das war bei mir eine Raupentrainerin, also eine Käfertrainerin. Ich gucke schon mal so ein bisschen in der Stadt umher, ob man hier irgendwo was bekommt oder so. Hä, nee, ich werde einfach nur von dem Typen umhergeführt. Ach, bist du schon durch? Ja. Ah, nice. Okay, dann können wir direkt in die Dingens gehen, in die Mine nach unten. Ich werde erstmal von dem Typen vorbeigeführt, zu Boster und so. Ich guck mal, irgendwo lagen hier, glaube ich, Items in Erzeling. Ich bin mir aber nicht sicher. Einfach mal safe links. Oh, hier ist Route 207, da dürfen wir noch nicht hin. Wo ist das Center? Einfach nach rechts dann. Hm. Ah, da. Okay. Ja, dann können wir nach unten rennen. So, irgendwas Spannendes noch in der Stadt? Ja, die haben Fight noch in die Arena geholt. Hier liegt irgendwo noch ein Item, glaube ich. So, ich bin jetzt aus dem Pokémon Center raus. Also nach unten jetzt? Genau, einfach nach unten. Ich schau gerade, ob hier... Ich dachte, hier wird irgendwo ein Item liegen. Nö. Oder ein unsichtbares, das ich nicht sehe. Ah, die Mine kommt mir bekannt vor. Bist reingegangen? Nee, jetzt. Okay, komm ich auch rein. Okay, also hier dürfen wir auf jeden Fall nochmal fangen. Ach, da liegt ein Item. Mhm. Top-Genesung, okay. Ewigstein. Toll, voll nutzlos eigentlich. Alle gegen alle kämpfen soweit? Ich weiß nicht, will der hier kämpfen? Jeder, der in der Mine arbeitet, hat seine Pokémon dabei. Du kannst sie vielleicht herausfordern. Ich mache erstmal so einen Random-Encounter. Können wir erstmal was fangen? Okay. Fangen ist immer das Beste, ey. Dann mal gucken. Hallo? Boah, das hat lange gedauert. Okay, normal. Das ist, glaube ich, Wasser. Ich gehe davon aus, dass meins Wasser ist. Ja?
Also fangen. Ja. Also ist nicht Typ normal. Nee. Okay. Oh, direkt in gelben, das ist schon mal gut. Oh, der kann eine Giftattacke, okay. Level 6. Sollte ich da eine Kampfattacke einsetzen oder eher nicht? Was ist der Typ? No, ne, normal habe ich ja Typ Wasser. Hm. Der wird ja neutral treffen. Und der. Kannst du nicht so viele Attacken machen? Danke. Ja, ich probiere einfach mal Kampf. Achso, die Attacke geht daneben. Na dann. Der macht halt auch einfach mein Klopfer fast fertig. Echt? Ja, der hatte mir jetzt schon das halbe Leben abgezogen. Ich werf mal jetzt Bälle. Ja, ist klar. Der hat sich jetzt einfach tausend ich hab's gefangen. Sachen erhöht. Ich muss halt erstmal überhaupt nicht richtig kriegen. Oh. Okay. Ich lese es dir schon mal vor. Stimmt, ich hätte ja eigentlich dran denken können, dass Kampf nicht besonders gut ist dagegen. Kleine Pokémon fliehen beim Anblick seines Gesichts. Frauen aber finden es niedlich. Was ist eigentlich, wenn mein Team down geht, wenn ich versuche, es zu fallen? Ja, dann haben wir verkackt. Okay. Ich werde es einfach mal direkt so versuchen zu fallen. Weißt du, wer es ist, Steffi? Das gibt zu viele. Es ist das Fee-Pokémon. Boah, keine Ahnung. Snubbull. Dieser kleine Hund. So sieht das aber auch nicht aus. Es hat dreimal gewackelt und ist dann trotzdem rausgegangen. Ah, schade. Also es kann sein, dass mein Team gleich down geht, wenn ich es nicht hinkriege. Wenn ich es jetzt nicht fange, dann können wir es wahrscheinlich nicht nutzen. Okay, dann warte ich noch mit dem Spitznamen. Ich habe halt so gut wie keinen Schaden an dem gemacht, weil es einfach mein Team down gemacht hat. Und es ist wieder draußen. Starkes Pokémon dann scheinbar. Scheinbar. Oh, und es ist down. Ja. Kannst es leider nicht benutzen. Okay. Ich hatte einen Mantyrps. Ach, der Manta, okay. Ja. Steffi gerät in Panik. Toll. Ich falle in Ohnmacht. Steffi fällt dauernd in Ohnmacht, Leute. Erst Panik, dann Ohnmacht, dann zum Pokécenter. Halt dann lasse ich mein Pokémon direkt frei. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so heftig ist. Das war Level 6. Alter, wie die einen voll labert, wenn man halt mal down geht. Gegen einen Random Encounter so, oh mein Gott, was ist los mit dir? Ich entlasse es jetzt. Snubbull wurde entlassen. Tja, zurück in die Freiheit, mein kleiner Racker. Da haben wir verkackt. Ja, aber ich meine, du hast ja eh auch jetzt schon Wasser-Pokémon im Team, das heißt, ja. Ich habe ein Normal-Pokémon im Team. Ich bin jetzt schon weitergegangen. Ich habe mich geheilt kurz. Warte mal hier in der Kreuzung. Ich weiß nicht, ob ich nach rechts oder links soll. Unten. Sind da keine Trainer? Naja, auf der einen Seite ist ein Trainer. Wahrscheinlich muss ich da hin. Oder okay. ich guck mal auf der anderen Seite, ob da was ist. Ich glaube, es geht eh in beide Richtungen rum. Ah, okay. Da ist. Also man weiß zumindest nicht, ob da was ist. Da kann man halt runterspringen. Wow! Ist so runtergesprungen? Tourtalk. Nee, ein Tourtalk ist ja halt einfach mal erschienen. Oh, ich habe auch einen Encounter. Oh, den hätte ich so gern gehabt. Flucht Magnetilo. Gescheitert. Willst du mich etwa wieder fertig machen oder was? Ich hätte hier Magnetilo kriegen können. Wir fliehen. Danke. Okay, ah, hier ist doch zum Beispiel ein Trainer, oder nicht? Den spreche ich mal an. Ja. Der Typ mit dem Macholo da. Ich habe dieses Macholo auf der Route 207 getroffen. Es ist mittlerweile mein bester Partner. Ah, nee, was der will nicht. Was ist das denn? Was denn? Milotic. Ach, das. Oh, das ist schön. Das sieht halt richtig geil aus. Muss ich erstmal kurz Poke-Wikien. Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Aber das ist ein richtig schönes Wasser-Pokémon. Ja, das wird aus einem richtig hässlichen Pokémon vor allem. Ah. Leopold. Oh, Quiekel hat er hier. Boden und Eis. Ach, aus dem Barschwarm. Okay. Manchmal Psychoattacke. Oh, schon wieder ein Milotic. Oh, das hätte ich genommen. Das hätte ich gern genommen, das sieht richtig schön aus. Ah, Mantyrps ist aber eigentlich auch cool. Aber das sieht. Oh, wie die ganze Zeit meine Flucht scheitert. Und Quiekel hat so eine scheiß Angewohnheit hier wieder, das alles mit Hagelsturm voll zu. Lass mich doch einfach abhauen. Oh. Meine Fresse, lass mich doch in Ruhe.
will nichts von dir. Ich darf dich eh nicht fangen. Danke. Oh, Gigastoß. 5 Schaden, das geht ja. Wie? Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt, aber der Typ am Anfang erzählte doch, dass eh alle ihr Pokémon dabei haben. Ja, ja, aber der hat ja halt so ein anderes Pokémon irgendwie dabei, also. Ach so. Obwohl, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er in echt sonst auch ein Macholo hier, was jeder hier hat. Wie war das mit Käfer und Wasser? Neutral. Ach, come on, echt, der hat so ein bisschen nur noch. Ach, als ob das überhaupt was bringen würde, mit Fred anzugreifen. Ich setze direkt Klopfer ein. Ist doch albern. Ah, ich kämpfe auch mit Ginger gerade. Dauert halt ein bisschen länger, aber immerhin kriegt er dann voll Erfahrung. Ich meine, mit Kampf bin ich zwar auch nicht wirklich effektiv. Sondersensor. Was hatte der bei dir nochmal für eins? Käfer. Käfer. Ladybar. Ach, okay. Das Problem ist, ich habe gar nichts wirklich Effektives gegen den. Das wahrscheinlich werde ich an dem auch wieder scheitern, so wie allen Trainern, das Gefühl. Trainer haben sich alle genau gegen dich verschworen. Ja, es hat alles irgendwie. Die haben alle total die schlechte Kombi. Oh, okay, der Mülldingens war ein Treffer. Ey, jetzt lernt Panty Mimi sogar auch noch eine Eisattacke. Okay. Eisspeer will er gerade lernen. Ja, komm, weg mit der Rauchwolke. Ach, wie nice. Das ist echt cool. Alter. Wie die halt Sachen haben, die all ihre Sachen steigen lassen. Ach, diese, ja, Statusveränderungsdinger, ne? Angriff, Spezialangriff, Verteidigung, Spezialverteidigung, Initiative. Du betreib halt nicht, Junge. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich will jetzt nicht wieder zurückrennen. Oh, ich habe den Magmarisierer gefunden. Ich muss auf jeden Fall zurückrennen. Meine Pokémon sind fast besiegt. Okay, ich kämpfe in der Zeit mal gegen den nächsten hier. Ich weiß halt echt nicht, wie die das hinkriegen. Lehn dich zurück und staune. Die müssen ja quasi richtig Glück gehabt haben mit den Typen, dass die nicht so ein Problem haben wie ich jetzt zum Beispiel. Warte, Steffi, wenn du den Trainer besiegt hast, gehst du einfach runter und da ist dann schon der Arenaleiter. Alles klar. LOL! Ich habe den Magma-Isierer hier drin gefunden gerade und jetzt den Stromi-Isierer. Sind so diese gegensätzlichen Items eigentlich. Mal gucken, ob ich den Trainer noch schaffe oder ob ich sterbe. Ah, und ich kämpfe jetzt auch gerade gegen den einen noch. Da links ist dann noch ein anderer Trainer, aber du kannst den... Ich glaube nicht, dass die von Tränen viel Schaden machen, weil der hat nicht mehr viele KP. Achso, das macht ja mehr, wenn er nicht so viel Schaden genommen hat, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ist der Pflanze oder Unlicht? Ich verwechsel das immer. Ich mach mal Donnerzahn. Dein Team ist down? Ja. Kacke. Macht total viel Spaß hier. Kann ja nur besser werden dann bald. Ja. Irgendwann müssen ja die Leute kommen, die halt Sachen haben, die nicht gut gegen dich sind. Ich fühle mich wie Goro. Das ist kein schönes Gefühl, kann ich dir sagen. Oh, hör doch mal auf, mich immer so zuzulabern. Ich weiß, dass ich mich um die kümmern soll, um die Pokémon. Ich habe nichts dafür, dass die so schwach sind. Hey, lass deine armen Pokémon in Ruhe. Die labert dich nicht immer zu. Ja, du musst auf deine Pokémon Acht geben. Sag mir nicht, was ich tun soll. Ob ich hier für jeden scheiß Trainer Tränke einsetzen will. Nur weil meine Pokémon so blöd und schwach sind. Komm, bitte 3 Treffer, dann ist Endivia One-Hit. Es wäre halt wenigstens schön, wenn ich gegen die ganzen Random-Encounter sofort abhauen könnte. Dann hätte ich ein bisschen weniger Schaden genommen. Dass die Random-Encounter dir halt so auf den Sack gehen. Ich hatte hier drin echt Glück gehabt. Ja, die Flucht scheitert halt ständig. Das ist halt das Problem. Aquahobitze. Mhm. Bäm! Panty Mimi Level 9. Mein Milotic ist ein schönes Pokémon, aber es ist ziemlich nervig. Erbarm, hab doch Erbarm, sagt er. Und die Flucht scheitert die ganze Zeit. Und dann ist halt Fred wieder nur auf halbem KP. Oh, nach dem vierten Mal bin ich abgehauen. Oh, ich hätte hier Endivia übrigens fangen können, wie ich gerade sehe. Ich weiß halt gar nicht, ob ich gegen den Trainer nochmal kämpfen will. Ich werde versuchen, mich an ihm vorbeizustehen. Ja, kannst du ja. Der guckt doch eh sein Arbeitsding da an. Dann würde ich halt, geh runter, sammel die Items ein, sprech Fight kurz an. Der geht dann eh in die Arena und dann machen wir halt die Arena morgen. Ich schaffe es nicht, gegen einen Level 8 Hornlio zu fliehen.
Gegen ein Hornlio. Vielleicht ist Hornlio ja auch voll der Killer jetzt in unserer Edition hier. Also in deiner. Ich glaube, Fred wird down gehen gegen das Hornlio. Hornlio mit Drachenstoß, ey. Bam. Armstoß hatte er. Ach, Armstoß, okay. Konnte das nicht richtig lesen. Von hier. Oh Gott. Gibt's hier wohl ein Item? Ich bin halt nur gegen Random Encounter und die machen mich fertig. Kanimani. Wasser. Level 9. Und meins hat Level 5. Ich bin mega unterlevelt. Und deswegen scheitert die Flucht halt auch immer, weil ich so nicht recht bin. Bist du jetzt eigentlich quasi schon am Ziel angelangt? Ja, ja. Was wir erreichen müssen für die Folge? Folgen viel zu lang, wegen mir. Naja, im Prinzip musst du ja auch nur noch an dem Trainer vorbei und dann nach da unten gehen. Dann hast du es auch. Wir haben halt auch noch keinen Schutz. Wir hatten noch keine Drogeriemarkt, wo wir Kondome kaufen konnten. Ich weiß nicht, da oben der eine vielleicht? Ich weiß nicht. Ah, der Typ da unten. Ein letzter Random Encounter. Aber wenn du dann mit... Ich glaube, davon wird jetzt Fred sterben. Wenn du mit Tobi und Goro aufnimmst, möchte ich schon, dass du dich schützt. Den Scheiß will ich dann nicht in drei nach drei Arenen hier wieder haben. Okay, Fred ist down. Nur von den Random Encountern. Da war Fred ist auch immer noch Level 5 oder so, ne? Ja, aber ich kann ja auch, ich kann den ja auch nicht leveln. Weil der schwach ist. Der also mein Pantymimi ist inzwischen schon Level 9 geworden jetzt. Ich level das jetzt hier nebenbei ein bisschen. So, jetzt quatsche ich den Typen an und dann war es das erstmal, ne? Genau, ja. Endivir, yay. Der gibt jetzt zeig mir, wie man es da trümmern kann. Genau. Geh dann aber nochmal nach links, da liegt nämlich noch ein Item, nicht, dass wir es vergessen. Solltest du ja schon mitnehmen. Den Random Encounter wollte ich auch unbedingt mitnehmen. Den darfst du halt nicht. Was ist das denn? Was denn? Ein Nilpferd. Ein Hippopotas. Ah, das, ja, Typ Boden, glaube ich. Süß. Ah, nur zweimal getroffen, schade. Lol, Endivir kann mega Kick, ey. Immerhin kann ich mit Klopfer jetzt immer fliehen, weil er halt ein höheres Level hat. Ich weiß ja nicht, ob ich noch gegen die Trainer kämpfen will. Ich meine, im Prinzip schon, aber nicht, wenn ich immer gegen die verliere. Wir können ja erstmal gucken, welchen Typ die Arena hat. Vielleicht ist da ja ein Typ, gegen den du gut ankommst bei. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall können wir jetzt Level 10. Die Folge, nice. Folge beenden. Ich habe das Item gefunden, ich habe mit dem Typen gesprochen. Was hat sie da für ein Item? Oh Gott, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ja, okay, egal. War dann wohl nicht so wichtig. Domfossil. Okay, Leute. Was, schon wieder? Du hast ja schon zwei Fossile jetzt. Echt? Ach ja. Nein. Ach so, doch, ja, ein Panzerfossil und ein Domfossil. Ja, haben wir wieder eine lange Folge gehabt, Leute, für euch heute, ey. Echt die krass. Die Trainer hier sind echt hart. Das ist echt heftig. So, nächstes Mal schauen wir uns die Arena an. Mal gucken, welchen Typ wir beide jeweils da drin haben. Und ja, bis morgen, wa? Ciao. Ciao.